Die Schlacht beginnt. Ihr seid der Besten, ich bin der Mike und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warships. Und heute mit dem japanischen Zerstörer Kitakaze, neuner Stufe. Und ich begrüße dich ganz lieb, den Rein und Weg. Ja, moin. Und den Skibbel. Erst schönen guten Tag. Ja, die Kitakaze, ein wunderschöner Baller-DD. Aber erstmal gehen wir auf die Geschichte ein, mit den lieben Rein und Weg. Ja, die Geschichte. Also die Geschichte ist eigentlich relativ kurz erzählt, weil die Kitakaze ist eigentlich eine super Akizuki und ist geplant worden und wurden auch 16 Zerstörer eigentlich in Auftrag gegeben. Aber vom Juni 1942 haben sie sich dann entschieden, die umzubauen auf eine super Shimakaze-Klasse. Hat aber auch nicht geklappt, weil sie einen Tag im Verlauf des Krieges ja keine Rohstoffe mehr hatten und kein Material mehr. Und dann sind die Schiffe eigentlich nicht gebaut worden. Da ist also alles, was dann noch verwendbar war, wurde dann einfach auf eine Akizuki umgebaut und in den Kampf geschmissen, aber überlebt hat nichts davon. Aber sie wurde nie versenkt, weil sie nie gebaut worden ist. Ja, sozusagen. Mein Schiff, was nicht versenkt worden ist, hey! Hey, super! Naja, nicht unter dem Namen, das ist schon mal so. Aber naja, ja, auch doch. Die Japaner haben so dieses... Außer wenn wir sie spielen. Haben, aber kriegen es gar nicht. Außer wenn wir sie spielen, dann wird sie versenkt. So, ja, schnell mal zur Ausrüstung von der Kitakaze. Ich hab auch nie gespottet, weil sie immer noch hinterm Berg war. Ja, die Kitakaze, ein Baller-DD, muss ich so sagen. Es ist auch einer, es macht aber trotzdem auch Spaß, mit den Torpedos einen reinzuwirken. Aber wir fangen erstmal an mit der Ausrüstung. Ja, wir haben Torpedowerfer-Modifikation 2 drinne. Um natürlich schneller nachzuladen, kennt ihr ja schon auch in den anderen DDs, die ich so spiele. Dann Tarnsystem-Modifikation, um unsere Erkennbarkeit wieder runterzudrücken. Und Steuergetriebe-Modifikation 1. Das kennt ihr auch schon im letzten Video, Torpedowerfer-Modifikation 1, plus 5% mehr Geschwindigkeit der Torpedos. Hier habe ich es wieder ausgetauscht. Ich habe nicht das Schutzsystem ohne Nährfähigkeit, ich habe das Schadensbegrenzungssystem mitgenommen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, damit fallen die anderen wenig so schnell aus. Es kann auch eine Täuschung sein, vielleicht weil ich zu oft DD spiele und vielleicht mir deswegen so, nur so vorkommt, kann sein. Aber ich probiere es erstmal damit. Und ich gebe euch schon Feedback, wie es war. So, und Hauptbewaffe-Modifikation 1, Ausfall der Module, kennen wir ja schon. Wir können nicht allzu schnell fahren, 36 Knoten, das ist relativ wenig für einen DD. Aber noch schnell genug. Dann haben wir eine Feuerlage von 12,5 Kilometer. Wir haben 3 verschiedene Torps, einmal 10, einmal 12, einmal 8. Ich habe jetzt die 12er eingebaut, 130 Sekunden Nachladezeit, 22.000 Schaden, 70 Knoten schnell. Und wir haben eine ordentliche TP-Teil von 20.700, das heißt, wir können mit einem anderen DD schon mithalten, aber übertreibt es nicht, ne? Also auch ihr habt eure Grenzen. Und wir haben 100 mm Kanonen drauf. Davon haben wir 4x2 Türme, die alle 3 Sekunden nachladen, also ordentliches. Dann haben wir HE, wir haben AP, wie gesagt, die 12 Kilometer Torpedos. Wir haben Wasserbomben statt Wasserbombenflieger, kennt man ja schon. Dann löschen, wenn wir möchten. Dreimal Rauch, Motorboost und Nachladeboost. Also dieser DD hat alles drin vereint. Dafür hat es aber plus ein Torpedowerfer. Einen 6er Werfer, wenn ich mich nicht ganz täusche. Muss nochmal gucken, ja, einmal 6 Werfer. Wir haben eine Verborgenheit von 6,1 Kilometer. Das heißt, wir sind deutlich erkennbarer als wie die Yugomo. Müssen also ein bisschen mehr aufpassen. So, was haben wir noch an Signalen? Ich nehme mal das Empfohlene mit oder halt nur das hier vorne eingebaut, dass wir halt nicht, also keine Detonation auf dem Schiff haben. Wir haben den Kapitän geskillt. So ungefähr. Wir haben einmal mehr Entwicklung, 30% mehr Wassereinbruch. Dann Verbrauchsmaterialien. Dann volles Rohr und flinke Aale. Das nächste Mal, für letztes Video, entschuldige ich mich nochmal für, das wird dann auch noch eingebaut. Wir haben einmal das Präventivmaßnahmen und mit letzten Anstrengungen, dass also, wenn unser Schiff vor den anderen verliert, dass wir halt noch weiterfahren können, ein paar Sekunden. Und Tarnsystem-Modifikation 1. Tarnmeister. Nicht Modifikation 1, Tarnmeister haben wir noch drin. Was würde ich noch mitnehmen, wenn ich ihn weiter ausbaue? Einmal auf jeden Fall Inspektor und natürlich Funkortung. Also RPF. Das wären die Sachen, die ich noch einbauen werde. Jo. Und dann werden wir mal schauen, wie es läuft. Ausgebremst. So, ja. Wie ihr eine Ausrüstung gesehen habt, Nachladeboost, Nebel, es ist doch schön. Was der Nachteil ist von ihr, die hat einen sehr hohen Bogen, Schussbogen. Da müsst ihr schon fast 6 vorhalten. Oder halt 5. So, erstmal die
Gumo da rausnehmen? Da rein und weg wartet jetzt, um sie abzustauben oder was? Ah ne, er hat seinen Nebel gemacht. Ich kläre ja weiter auf. So, Torps raus. Dann war es das Skillbuff, ist mir auch egal. Das ist mir ja nicht so wichtig. Hauptsache, wir gewinnen. Sorry, wenn der DD in meine Sekundärbatteriereichweite kommt, dann ist das selber schon. Ja, ja. Achtung, Torps, rechte Seite. Alaska. Oh. Ich hab hier eine Pommern, die ist gut zum Anzünden. Ich hab eine Alaska. Ich zünde die Drake gerade Pommern. Mal auf die. Um auf den Pommern zu droppen. So. Feueralarm! Oh, zwei Torps auf der Alaska. Herzlichen Glückwunsch. Problem gelöst. Bloß gut, dass das Bots sind und dass sie ihr Radar nicht zündet. Oh, man hat jetzt auch gedacht, ich stelle mich mal schön in den Nebel. Jo, würde ich auch so machen. So, jetzt hat er schon mal keine Torps mehr. Jetzt sind wir natürlich entdeckt, das ist klar, weil es zu nah dran ist, aber müsste gleich weg sein. Ja, weg. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Und ich habe zum Beispiel das Schießen auf die Leertaste gelegt, aufgrund, weil, wenn ich mit der Maus ziele und dann drücke, kann es passieren, dass sich das verschiebt. Deswegen habe ich mein Schusssystem auf der Leertaste. Wie sagt es ein Koop? Wenn es so im Zufallsgefecht laufen würde, wäre es was schön, aber hey. Das ist im Zufallsgefecht eher nicht wahr. Nee. Aber wir haben wir haben schon wieder 95.000 Schaden gemacht. In dieser halb kurzen Sekunden. Drei Torbtreffer, 156 Treffer mit der Hauptbatterie. 171. Jo. Hast du Torbs rausgelassen? Nö, nicht einmal. War ja alles weg, bevor ich es einfach machen konnte. Hast bestimmt nie auf Nachladergeschwindigkeit gebaut, oder? Was? Die Geschütze? Nee, du hast bestimmt dein Schiff nicht auf Nachladergeschwindigkeit der Sekundärbatterie gebaut, oder? Sekundäre? Der Torpedo ist mir nicht, Torpedowerfer. Nö, warum? Ja, weil die schon. Ne, weil die unten Damage machen. 20.000 Schaden ist ja nie zu verachten. Ja, das ist ein Baller-DD. Ja, dann macht man alles auf die Gans. Die Torpedos sind dann nur Bonus. Und ich habe noch die drei Ladezeiten. Und wenn die schon gut sind, musst du ja nicht verbessern. Ja, aber die Nachladezeit habe ich gedrückt. Ich habe allen DDs die Nachladezeit gedrückt. Was hast du jetzt Ladezeit? Nachladezeit liegt bei 130 Sekunden bei dir. Geschütze, nicht Torpedos. Also die Geschütze liegen bei mir bei 3 Sekunden. Genau, 3 Sekunden, das ist schon ganz in Ordnung. Da kannst du auch nicht was machen. Oh, da kannst du ordentlich die Kreuzer und Schlachtschiffe ärgern. Genau. So, Runde vorbei. Sechs Brände geschafft. Platz 2, 4 und 6. Ist okay. Ist ja bloß ein Korb. Ja. Zufallsgefecht ist jetzt viel wichtiger. Und da gehen wir jetzt hin. So, Runde 2. Und das Skibbel in der Line. Lion und der Lion. Lion. Löwe. Ja, ist ja gut. Und rein und weg in der Johann de Witt. Genau. So, und ich natürlich wieder der Kita-Kase. So. Schauen wir mal. Bevor wir jetzt ins Gefecht gehen, wiederholen wir mal unsere schöne Runde Nummer 2. Oh. Von dem beliebten Spiel, welche Stufe, welches Schiff. Mm-hmm. Immer wieder gern genommen, immer wieder beliebt. Und wie wird es richtig ausgesprochen? Und genau. heute machen wir das nochmal so, machen wir das nochmal einfach. Einfach? Oder, ja, wir machen es jetzt mal einfach. Der Stufe 5 Kreuzer der Deutschen. Das müsste die Gede sein. Was? Die Gede. Kreuzer? Ach, Kreuzer. Die Gede ist definitiv Königsberg. Zerstörer. Königsberg. Siehst du, da wird er schon besser. Da ist er doch heiß dran. Endlich mal was richtig geraten. Ich hab verstanden, Zerstörer. Das ist falschen Aussetzer. Nee, ich hab verstanden, Zerstörer. Deswegen. Nee, das ist der Kreuzer. Kreuzer. Das ist der Königsberg. Sechs aus Nürnberg. Genau. Oh, siehst du, war ein bisschen einfacher gestaltet. Ja, bei den Deutschen. Würde nicht heißen, dass wir nur die Schweren nehmen. Ja, ja. Nächste Runde kommen wieder die Russen, wo ich keinen Plan habe. Ich denke mal, die nächsten nicht mal, die Franzosen, glaube ich. Chapeau hatte kein Radar, ne?
Nein, der hat kein Radar. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wenn die Cheshire keins hat, dann hast du gar kein Radar gegenüber. Nein. Aber die Cheshire hat, glaube ich, auch keins. Hat jemand RPF vor euch drauf? Nein. Nee. Ich kann dir sagen, da ist irgendwas drin, ne? Ja, klar ist was drin. Der ist da irgendwo hinterm Berg, wie er... Wie oh, die Cherbourg dreht voll ab, weil er meine Bombe sieht. Das fand er wohl nicht so witzig. So, ich sag also mal, Leute, bleibt ja mal schön drin, ne? Wir müssen ja schön drin bleiben hier. Oh, Prinz Eugen, Prinz Eugene ist da. Zitadelle, zweimal. Schönen Dank für das Eugen, dass du hier schön gedreht hast. Volle Hilfe an! Erst das Schlachtschiff gefunden. Oh, Kacke. Alter, er hat drei Brände auf mich gemacht hier. Das ist ja wohl der Hammer. Wer? Die Harlem. Ja. Da kommen die scheiß Torpedos von irgendwas. Nebelwerfer gestartet. Oh, ein Krieg. Also, das Problem ist, ich bin hier gespottet und ich sehe selber nichts. Ich bin gleich weg. Wie? Ja, ich habe hier Wassereinbruch, ich habe alles, was man sich wünschen kann. Stehst da scheiße, Mike. Nee, ich habe mich gerade eingenommen, weil ich schießen wollte, weil ich dachte, es ist aufgedeckt, aber es ist nicht aufgedeckt. Weiter. Nee, du bist ja der Spotter, du. Stehen alle schön hinterm Berg. Aufgereiht. Ah, zumindest nochmal 16.000. Ja, da bin ich weg. Schade. Ja. Ich hatte eigentlich auf mehr Hilfe gehofft in der. Ne, stand da drin. Ja. Na ja. Fährst du jetzt gegen Berg Harlem oder was machst du? Nö, der fährt dann fährt schön da drum. Der wird aber nicht hinterm Berg vorkommen. Weil er kann ja mit seinem Schlachtschiff nicht haben. Ich muss gucken auf die Karte, ob ich weiterfahren kann oder nicht. Ich weiß halt nicht, wo die Jambard ist. Ich zeig zwar da oben an, aber ich weiß nicht, ob die noch da ist. Die ist nicht mal ein Stück zurück und kommen ein bisschen hierher, damit einfach mal da hinten die gespottet sind, die nicht hinterm Berg rumfahren. Bin entdeckt, sehr gut. Weil das Problem ist, du bist jetzt da rumgefahren und spottest jetzt die, die da hinterm Berg stehen. Aber auf die kann keiner schießen. Genau. Deswegen nutzt das immer gar nichts, da rumzufahren. Du wärst lieber in die andere Richtung rumgefahren. Haupttopf kritisch beschädigt! Und jetzt dort aufgedeckt, weil da kann man drauf schießen. Problem gelöst! Oh Mann, ich hasse es. Ernsthaft, ich treffe die Yugumo, machen Brand und einen Ausfall und nur 690 Schaden. Das ist mal gut. Maschinenboost deaktiviert. Eigentlich sind die britischen Schlachtschiffe ja echt langweilig, ne? Weil sie auch fast alle gleich aussehen, vom Aufbau her. Okay, mal drei oder mal vier geschützte Türme, aber trotzdem vom Aufbau her sehen sie alle gleich aus. Setzen Sie eine Nebelwand. Ich habe keinen Nebel, gerade im Moment. Tut mir leid. An alle, verteidigen Sie den Bereich. Also eigentlich musst du mit deinen Torpedos was treffen, Mike, weil da stehen so viele rum. Ja, es geht alle wieder ins Leere. Nö, Prinz Eugene hast du weggehauen. Ja, Kleinvieh macht auch, wie nennt man das, ein blindes Huhn für den Laumannkorn? Und dann kriegt die Odin, der Torpedo ist genau vor ihr angehalten. Schon wieder der Odin, was ist denn nun los? Jetzt jedes Mal, wenn wir aufnehmen, treffen wir auf der Odin. Die Harlem ist da noch hinter. Oh, diesem Nebel. Rausgenommen durch. Ne, die Harlem ist jetzt zu sehen.
Macht er gut. Die, ja, die Hippa möchte noch irgendwas von dir. Die nee. Hippa ist tot. Ja, jetzt. Was mache ich denn jetzt? Guten Eindruck ums Gesicht, so wie die ganze Zeit. Haha, Witzbold. Mann! Ich denke nach, was soll ich jetzt machen auf der Position, wo ich jetzt bin? Du bist da. Du kannst. Hör mal auf nachzudenken und mach lieber mal Schiffe auf. Ich muss fahr was sehen. Fahr geradeaus und fahr da hinten so, ist eine, dass du. Danke. Ja, geh an die Kante, geh auf die Zehnerlinie. Geh auf die Zehnerlinie. Gut, geh auf die Zehnerlinie. Weil ich kann auf nichts schießen, weil ich nichts sehe. Ja, geh auf die Zehnerlinie. Dann machst du auch für den Großen und für die Laien. Maschinenboost aktiviert. Kannst du nicht auf die Cherbourg schießen? Weil ich bin die ganze könnte, Zeit. Könnte, aber da würde ich aufgedeckt sein. Ja. Ja, das geht nicht. Kannst du auf die Cherbourg schießen? Nee, der ist noch hinterm Berg. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ich hätte mich fast selbst die Insel gefahren und geschossen. Bin ich doof, Alter. Was ist heute los? Wo soll ich denn hin sonst hin? Ich muss da aufklären. Ja, also du, ich würde an deiner Stelle mal hier so ein bisschen bleiben, dass du hier gucken kannst. Denke mal dran, die Harlem ist da, anfangen. Wenn die in Luft schlief. Also wir haben gleich keinen Cap mehr, von daher ist das echt schlecht. Und die Edinburgh nebelt sich ein, super. Dann hast du Platz, keinen zu beschießen und nebelt sich ein, Edinburgh. Das ist ja super. Die Jean-Bart kommt rum. Jetzt hättest du ja die Jean-Bart mal beschießen können. Die Runde läuft nicht. Beschieß doch mal die Jean-Bart, Meister. Oh, den doch noch. Kein Schaden mehr. Alle Kräfte, dieses Ziel decken. Wenn du jetzt gleich weiterfährst, hast du gleich die Jean-Bart auf deiner linken Seite, Skibbe. Weiß, aber ich kann jetzt hier nicht anhalten. Alter, im Nebel haut er eben eine Siedelelle rein. Auch nicht schlecht. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Alles oder nichts. Maschinenboost deaktiviert. Er fährt an der Insel vorbei, an dir, auch an dir vorbei. Wir machen jetzt alles oder nichts. Mal gucken, ob es klappt. Ne, wird nicht klappen. Das gegnerische Problem ist, der DD ist ja auch hier neben mir. Ja. Deswegen ist Mike einfach 10 Linien ganz gut bedient. Weil er da ja im Moment keinen hat. Mike, warum drehst du jetzt ein? Weil die mich sehen, weil der rückwärts fährt und mir gerade die Sicht, also mich aufgedeckt hat. Deswegen. Gestartet. Odi mit der Secondary Lion rausgenommen. Nebelwand gelegt. Das sieht nicht gut aus. Das war von Anfang an schon Müll. Ja. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Die Torpedos waren ja blind geschossen. Nee, die wurden eigentlich auf die Chapeau geschossen. Nein, nee, sich bei dir von der Ruprecht. Achso. Maschinenboost aktiviert.
Und jetzt Jean Bart jetzt vernichtet, kann man sagen. Jetzt sieht er noch ein bisschen besser aus mit dem Ergebnis da oben. Du kannst jetzt Captain fahren. Ja, die Tanken fährt rein. Oh, trotzdem. Dreht sie nicht ein. Du wirst es gleich sehen. Wenn ich sie spät so sehe, wo ist das? Fahr doch erstmal einfach weg von da, weil du kannst im Moment sowieso nicht cappen, weil... Aber gerade keiner da, der für dich spotten kann. Genau. Der ist andersrum gefahren. Ich bin entdeckt, sehr gut. Ja, von hinten, von Duncan. Ist auch irgendwo gefahren. Alter. Nebelwerfer gestartet. Maschinenboost deaktiviert. So viel hast du jetzt auch nicht mehr. Mhm. Es kommt mir so bekannt vor. Ja. Aber das ist, ne? Wenn sie alle Nebelwand gelegt, ganz schön heftig spielen, dann ist das einfach so. Dann ist das schwierig. Ach, er ist nicht weiter. Da ist die Odin. Er ist nicht weitergefahren. Verdammt. Kannst ja beschießen, die Odin. Geht doch im Nebel. Ach nee, bestimmt. Ist eh egal. Wir verlieren sowieso. Mistrunde, aber eine richtige Mistrunde. Auch solche Runden gehören dazu. Hat der Gegner gut gemacht, also hat uns da gut im Schach gehalten. Ja. Das haben wir selber versaut. Ja, das ja. Auch. Definitiv. Ich konnte nicht spotten richtig, weil ich nicht weiter vorfahren konnte, weil ich nicht wusste, was das ist. Falsche Taktik. Ja. Nee, du musst auf der anderen Seite raus, Mike. Auf du dann? Machst den Schaden mit einem Gun, den machst du nicht am Anfang von der Runde, sondern den machst du am Ende. Hm. Du solltest am Anfang auch vom Concealment, ist ja, die sind ja, haben ja eine höhere Aufdeckungsreichweite. Fährst du, ich wäre rechts rausgefahren, dort zum Spotten, dass die anderen schießen können. Dann kannst du quasi die rechte Flanke halten. Das heißt, die Schiffe von dort fahren wieder in die Mitte rein. Und dann, wenn die dann in der Mitte sind und schießen, dann werden die ja immer wieder gespottet. Dann kannst du dich nebeln und kannst mit deinen Guns schießen. Dann macht das Sinn. Dann versuche ich das einfach nächstes Mal, wenn wir die Harugumo uns zur Genüge ziehen. Jawohl. Ja, danke für den Tipp. Werde ich mal so machen. Ja. Gibt's noch was zu sagen von euch zu jeder Kasse? Außer, dass die Runde jetzt echt beschissen gelaufen ist. Ja, beschissen gelaufen. Falsche Taktik. Ganz klar. Falsche Entscheidung getroffen. Ja, man weiß halt so, ne? Aber doch richtig am Schiff. Genau. Und ab und zu ist auch die beste Taktik einfach scheiße, wenn der Gegner sie gut auskontert. Das ist einfach so. Ja. Das liegt nicht am Schiff, würde ich jetzt so nicht stehen lassen. Jedes Schiff braucht seine eigene Taktik. Also. Ja, aber das liegt nach jetzt definitiv nicht am Schiff, also einfach an der Taktik, die wir gespielt haben. Also das Schiff war nicht schuld. Das stimmt. Ja. Also meine ich das. Was wir damit sagen wollen, macht's besser als wir. Diese Runde haben wir nicht so gut zusammengearbeitet, das muss man besser machen. Aber in der nächsten Runde kann das schon wieder ganz anders aussehen. Aber da bleibt nur noch eins zu sagen. Ihr seid die Besten, ich bin der Mike. Bis zur nächsten Folge World of Warships. Haut rein. Ciao, ciao. Und tschüss. Ciao, ciao.